Es ist auf jeden Fall eine archmiese Abfolge gerade gewesen, dass automatisch mir 3 Robux-Beine abgezogen worden wären. Wir sind hier wirklich gerade in Roblox und spielen Minecraft. Ey, als ob, der hat doch irgendein Problem mit mir, oder der Fisch? Hallo, hi, hör auf. Ey, Leute, der ist hundertprozentig auf mich fixiert. Ich werde wahrscheinlich gerade das Bild hier verpixeln müssen, weil ich mir vorstellen kann, dass manche Leute da irgendwie Angst kriegen. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob das Spiel überhaupt spielbar ist. Wenn es spielbar ist, dann werde ich zeigen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich mal verschiedene Brookhaven Spiele testen. Wir sind ja momentan hier im originalen Brookhaven Game und ja, ich habe auf jeden Fall in Roblox schon verschiedene andere Games gesehen, die sich auch als Brookhaven Game ausgeben, um einfach halt irgendwie Klicks abzustauben oder Leute halt zu verarschen. Und ja, wir schauen uns die auf jeden Fall heute mal an und ich möchte halt auch mal schauen, ob vielleicht nicht das ein oder andere Game vielleicht doch nicht schlecht ist oder ob es vielleicht doch das echte Original Brookhaven ist. Nein, Spaß Leute, aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wir werden uns ein bisschen die Games anschauen und ich hätte gesagt, wir fangen gleich an nach dem Intro. Und Intro ab! So Leute, ich habe jetzt mal hier Brookhaven gesucht und ja, als erstes kommt logischerweise das Original-Game. Als zweites haben wir hier ein Brookhaven RP Minecraft-Spiel. Okay, da können wir auf jeden Fall auch mal reinschauen. Die haben hier 71 aktive Spieler gerade. Das sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Ich hätte gesagt, wir gehen gleich mal rein und schauen uns das an. Squid Game ist auch noch mit dem Titel, das ist alles in einem. Bin mal gespannt Leute, wie es auf jeden Fall aussehen wird. So Leute, es hat jetzt geladen und wir sind einfach auf einem Minecraft-Server irgendwie. Wir sind hier wirklich gerade in Roblox und spielen Minecraft. Es laggt auch ganz schön, deswegen wundert euch nicht. Aber ja, es ist irgendwie kein Brookhaven und es ist auch irgendwie kein Squid-Game. Es ist einfach nur Minecraft. Aber Leute, ich muss zugeben, es gibt manche schlechtere Minecraft-Games in Roblox. Deswegen würde ich diesem Game einfach so eine, ja, ich weiß nicht, 3 von 10 Punkte geben. Ja, weil das Game auf jeden Fall nicht so schlecht ist, aber es ist halt kein Brookhaven, obwohl es halt Brookhaven im Namen hat und das finde ich halt nicht so gut. Und kennt mich der Typ da unten? Ey, nein, nicht mich hauen, nein, und ich bin tot. Es ist halt einfach wie in Minecraft, man wird einfach wiederbelebt. Auf jeden Fall nicht schlecht. Okay Leute, ich hätte gesagt, wir gehen ins nächste Game und schauen ja mal da, ob da irgendwas Besseres rauskommt außer Minecraft. Als nächstes haben wir hier ein Brookhaven RP Spiel, was auf jeden Fall 117 Leute spielen. Jetzt sind es 123. Und ja, das soll auf jeden Fall irgendwas mit Brookhaven Halloween mäßig sein. Deswegen können wir das auf jeden Fall gleich mal spielen und wir schauen uns das gleich mal an. So Leute, wir sind gerade reingeladen worden und ja, wir sind auf jeden Fall in irgendeiner Hütte. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, okay, wir sind irgendwie nicht in Brookhaven, aber wir sind irgendwie in irgendeinem anderen Game. Wir haben hier auf jeden Fall lauter Kürbisse, interessant. Hier haben wir auf jeden Fall irgend so, ja, eine Burg oder, ja, was soll das sein? Es sieht auf jeden Fall mega krass aus, einfach mega krass. Und dort einfach so ein Riesenmonster, es ist einfach mega, also von den Effekten her, muss ich echt sagen, es ist mega. Es hat zwar nichts mit Brookhaven zu tun, aber es sieht einfach krass aus. Da vorne brennt irgendwas. Es ist auf jeden Fall ein Helikopter, okay. Hier haben wir irgend so ein Haus, was irgendwie ganz schön abgefackelt ist oder eingestürzt ist. Ich weiß es nicht. Hier vorne ist auch irgendein verlassenes Haus. Ich glaube, hier ist jedes Haus verlassen. Aber da vorne ist auf jeden Fall noch die riesige Bestie. Und ja, die ist ein bisschen verbuggt. Aber was passiert überhaupt, wenn die uns bekommt? Das probieren wir jetzt mal kurz aus. Hier ist auf jeden Fall auch richtig geiler Effekt und so. Was, wenn ihr es bekommt? Ah, wir sind sofort tot. Das ist auf jeden Fall interessant. Und dann werden wir wieder gespawnt und sind in irgendeiner Hütte. Okay, ich muss schon sagen, nicht schlecht. Den Spielsinn verstehe ich dahinter jetzt noch nicht so richtig. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Game. Coole Effekte und so. Ich würde auch eine 3 von 10 geben, weil erstens kein Brookhaven enthalten ist. Also es hat halt jetzt nichts mit dem Original-Game zu tun. Und ja, es hat auch irgendwie keinen guten Spielsinn. Aber die Effekte sind halt cool, deswegen 3 von 10 Punkten.
Als nächstes, Leute, haben wir hier die Brookhaven Zombie Edition. Da können wir auf jeden Fall gleich mal drauf schauen. Es sind hier auf jeden Fall 204 Leute drin. Hier will auf jeden Fall jemand eindeutig darauf anspringen, dass hier sein Game auf jeden Fall in der Suchleiste angezeigt wird, weil er hat hier ungefähr 180 Mal irgendwas mit Brookhaven und Adopt Me drin stehen. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das irgendein anderes Game sein wird, weil kein normaler Mensch schreibt so viele Tags in seine Beschreibung von einem Game. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall gleich herausfinden. So, Leute, wir sind jetzt in dem Game drin. Und ja, Leute, ich habe es mir schon gedacht, es ist nicht Brookhaven. Es ähnelt Brookhaven im Prinzip fast gar nicht. Außer, dass hier ein paar Zombies rumrennen. Aber das hat nichts mit Brookhaven zu tun. Also schon ein bisschen, weil in Brookhaven gibt es ja auch den einen oder anderen Zombie, aber jetzt halt keinen Lebenden. Man muss hier auf jeden Fall die ganzen Zombies abschießen. Ich bin auch gar nicht mal so schlecht, Leute. Aber wann geht denn der endlich down? Ah, jetzt ist er down. Perfekt. Hier, ich krieg euch alle. Bekommt man da irgendwelche Coins oder sowas? Oder tut man da einfach nur die Zombies abschießen. Also ich muss sagen, vom Spielsinn her gesehen, ist es nicht schlecht. Aber es ist halt irgendwie kein Brookhaven. Es ähnelt zwar ein bisschen was an Brookhaven und zwar mit den Zombies, also weil es ja auch Zombies gibt und so, aber sonst ähnelt da halt nichts an Brookhaven und so. Und deswegen würde ich halt dem Game 4 von 10 Punkten geben. Einfach aus dem Grund, weil ja fast nichts an Brookhaven ähnelt, außer die Zombies und es halt auch eine Stadt ist, also deswegen, Brookhaven ist ja auch eine Stadt, aber es ist halt irgendwie, wie schon gesagt, kein Brookhaven und deswegen halt auch nur 4 von 10 Punkten. Aber ich muss sagen, eigentlich ein cooles Game, um halt irgendwie gegeneinander irgendwie zu kämpfen oder so oder halt Zombies abzuschießen. Deswegen, ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Jetzt, Leute, kommen wir zum vorletzten Game und zwar Brookhaven Underwater, also unter Wasser. Da ist auf jeden Fall auch wieder ganz viel Brookhaven in der Beschreibung drin. Und ja, Fish Game, genau, das ist ein Fish Game. Ich bin aber gespannt, vielleicht sind wir ein Fisch. Das wäre vielleicht auf jeden Fall auch nicht schlecht. Da werden wir auf jeden Fall gleich sehen, was uns erwarten wird. Hier wird auf jeden Fall irgendwas mit Brookhaven und hier Halloween-mäßig sein. Okay, wir werden auf jeden Fall gleich mal reinschauen und werden schauen, ob es wirklich Brookhaven ist oder auch nicht. Kann ja auch sein, dass es irgendwas anderes ist. So, Leute, hier bin ich jetzt im Game drin. Hier werden auch gerade die anderen Spieler alle reingeladen. Und ja, da unten ist auf jeden Fall Brookhaven. Also es sieht danach aus. Ich muss, glaube ich, da runterspringen. Juhu! Platsch. Wir sind einfach wirklich ins Wasser gefallen. Aber es ist irgendwie nicht Brookhaven, Leute. Außer, dass uns gerade ein Hai angegriffen hat. Aber sonst ist es wirklich nicht Brookhaven. Es ähnelt halt wirklich nichts an Brookhaven. Die haben einfach irgend so eine Map unter Wasser gemacht. Ich gehe mal auf das Dach hier. So, ey! Als ob, der hat doch irgendein Problem mit mir, oder der Fisch? Hallo, hi, hör auf. Ey, Leute, der ist hundertprozentig auf mich fixiert. Ah, auf Land kann er mich auf jeden Fall nicht angreifen, gut zu wissen. Die Sache ist halt die, dass Brookhaven halt irgendwie komplett anders aufgebaut ist und das halt auch nicht die Stadt ist. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass es wirklich Brookhaven unter Wasser ist. Ist es aber leider nicht und deswegen finde ich es nicht so schön, also wirklich gar nicht schön. Und es ist auch irgendwie nicht so schön mit dem Hintergrund und irgendwie allem drum und dran. Der Haifisch, der nervt auch ganz schön. Ja, deswegen, ich würde dem Spiel eine 2 von 10 geben, höchstens, also wenn nicht sogar eine 1 von 10. Da tun halt irgendwelche Leute halt den Fame von Brookhaven ausnutzen, um ihr eigenes Game irgendwie hoch zu pushen. Auch wenn das jetzt irgendwie nicht viel bringt, aber ja, irgendwie, wer spielt schon das Game gerne, also mal ganz ehrlich, Leute, aber ja, egal. Ich hätte gesagt, Leute, wir gehen zum nächsten Game und auch damit zum letzten. Das letzte Game, Leute, ist auf jeden Fall hier Squid Game Fragezeichen Brookhaven Ausrufezeichen. Ich werde wahrscheinlich gerade das Bild hier verpixeln müssen, weil ich mir vorstellen kann, dass manche Leute da irgendwie Angst kriegen. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob das Spiel überhaupt spielbar ist. Wenn es spielbar ist, dann werde ich es zeigen. Oder wenn es halt nicht spielbar ist, dann werdet ihr einen verschwommenen Bildschirm sehen und ich werde ein bisschen was dazu noch erzählen. Ich gehe auf jeden Fall mal rein und ja, mal schauen, wie es auf jeden Fall aussieht. Es ist auf jeden Fall eine archmiese Abzocke gerade gewesen, dass automatisch mir 3 Robux-Beine abgezogen worden wären, weil das gerade hier angezeigt worden ist. Und hier sehe ich auch gerade schon das Titelbild, Brookhaven Livetopia Roleplay. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wie das Ganze so aussieht, ist es wahrscheinlich kein echtes Brookhaven, auch kein Livetopia, auch kein Roleplay, kein Adopt Me und irgendwas anderes. Deswegen ist das, glaube ich, das größte Game, was irgendwie uns gerade versucht abzuzocken. Und Leute, ich will auf jeden Fall
mal ausprobieren. Ich hoffe, da passiert nicht irgendwas Schlimmes. Aber es ist wirklich nichts passiert. Leute, wir sind auf jeden Fall irgendwie auf irgendeinem Server gelandet, wo wir einfach einen Tycoon spielen. Das ist halt anders mies. Und deswegen finde ich sowas schon arg eine Abzocke. Und wir werden uns mal kurz anschauen. Vielleicht hat hier irgendjemand schon irgendwas gebaut. Dann können wir uns das auf jeden Fall mal anschauen oder so. Aber ich glaube, hier baut keiner was. Ne, hier baut auch wirklich niemand was. Ja, ich würde auch niemanden raten, aus so welchen Games überhaupt irgendwas zu machen, weil die wollen im Prinzip alle nur eure Robux haben, also sprich euer Geld, und mehr wollen die auch nicht. Und deswegen finde ich sowas auch sehr traurig. Ich finde auch sehr traurig, dass es überhaupt so welche Leute überhaupt gibt, die sowas überhaupt programmieren, die dann andere Spiele, die im Hype sind, dafür ausnutzen, um ihr eigenes Spiel zu bewerben. Ja, Leute, ich hätte auf jeden Fall gesagt, ich mache jetzt die Abmoderation noch in diesem Game hier. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ich hätte gesagt, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Livestream oder zu einem neuen Video. Und ja, Leute, haut rein, ciao, euer Actionwolf, bye. Eyes in the sky, gazing far into the night.